doch keine Zeit. Mach weiter. Nein. In einem düsteren Land wärst du gern bei den Bewohnern im Land bekannt. Als ein Held, der gefällt und dem Schicksal trotzt. Als ein Held, dem die Welt nicht vor die Füße kotzt. Siehst du dich, so wie ich, mit einem großen Schwert oder nicht? Und dafür mit einer Axt bewehrt? Oder genießt du, wenn du schießt Pfeil und Bogen ab? Oder vermisst du den Biest, den Tag mit einem Zauberstab? Hallo Nessie! Ganz egal, was du nicht hast, was du mit dir trägst, das heißt. Hey, ihr kennt mich gar nicht, ist egal. Das ist meine Kamera. Welcome to Unconventional! Ich bin so aufgedreht. Oh Gott, ich geh weiter. Stellst dich mit den Rebellen auf zum Gegenangriff oder schleichst und erreichst so mehr im Leben. Wenn du stiehlst, hoffe ich, du willst es den Armen geben. Hey, du lässt keine Quest aus, sei konsequent. Ob als Getüm im Kostüm oder wenn's wirklich mal brennt. Lebe das, was du machst im Leben wie im Spiel. Probier's aus, denn du kannst so viel. Habt ihr alle Spaß? Ja! Freut ihr euch auf den Film? Ja! Schon das Haar, ab 2. April. Das schneiden wir raus. Schick raus. Ich liebe es. 3, 2, 1. Dein Sieger sein oder zweifelst du, ob du sie? Das war ein sehr beschissenes Foto, ich freue mich. Diese Last, doch hör zu, sie ist da, schlummert tief in dir drin, weg sie auf, nimm sie dir, gib dein. Wir haben tatsächlich beschlossen, dass wir zusammen über den roten Teppich laufen wollen, was gar nicht geht, wir aber trotzdem machen. Danke, Chris, entschuldige. Darf ich, seid ihr bereit? Ja! Okay, seid ihr auch bereit? Ja! Der junge Mann hier neben mir ist Bernd das, nicht Bernd das Brot, das wollte ich schon, entschuldige. ist der Erfinder von Bernd das Brot und natürlich der Regisseur und Drehbuchautor Tommy Krabbeis. Du musst, weißt du, wenn ich da.
das jemand sehen? Es ist sehr richtig, dass ich mich dahinter verstecke. Genau so ist es nämlich. Ohne das, was da draufsteht, gäbe es das alles nicht. Was denn gemacht? Der Rickon. Sag mal, Opa, magst du das mitnehmen? Wie fandet ihr denn den Film? Super! Sehr begeistert. Ja. Wenn das kein Hit wird, wissen wir auch nicht. Echt? Richtig. Wenn die Lilly nicht nach Hollywood geht, ne, dann weiß ich auch nicht, was hier falsch läuft. Wenn die Tat besonders wertvoll. Genau. Waren Sie auch in dem Film? Wie fanden Sie beide den Film? Ich war nicht, ich habe Fast and Furious wollte ich gucken. Das lief nicht. Ich habe es auch nicht geschaut. Genau, und dann habe ich mir angeguckt, warte, was läuft denn gerade? Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht so mitbekommen. 50 Shades of Grey. 50 Grades of Fey habe ich dann angeschaut und ich habe viel neue Inspiration bekommen.